Ein weiterer exzellenter Schlaufenknoten ist der Geschirrstopperknoten. Der Vorteil dieser Schlaufe, die in einer laufenden Leine gelegt wird, ist, dass der Knoten beidseitigen Zug gut aufnimmt. Durch diese Form parallel laufende Leinen verformt sich nicht und ist sehr belastbar. Wir machen in der Leine ein großes Überhandauge, verdrehen es einmal und legen das entstandene Auge über die beiden Parts, so dass wir dieses Gebilde bekommen. Um die Schlaufe zu vollenden, wird dieses Stück der Part unter der rechte Part geführt und unter diese Part in dieses Auge gesteckt. Unter, fertig. Geschirr, Stopperknoten.